Einen künstlerischen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Gäste. Herzlich willkommen. Jetzt fällt das Mikro aus. Herzlich willkommen zur ersten internationalen Kunstmesse Mein Art hier in Erlenbach. So, wie es halt immer so ist bei Live, da passiert. Wieso funktionieren denn jetzt alle Mikros nicht? Das ist ja richtig doof. Nun, mein Name ist Rena Schwarz. Ich habe heute das Vergnügen, Sie durch den Abend begleiten zu dürfen. Freue mich auch selber drauf und mich überraschen zu lassen, was hier heute uns allen geboten wird. Zu jeder guten Veranstaltung gehört natürlich eine offizielle Begrüßung. Frau Dr. Merkel hat leider abgesagt. Sie war verhindert, aber sie lässt uns ganz herzliche Grüße ausrichten und freut sich, wenn es uns gut geht. Nun, jetzt möchte ich aber zunächst mal die drei Damen vom Initiatorenteam zu mir auf die Bühne bitten. Und das machen wir in alphabetischer Reihenfolge, weil bei Damen gehört sich das nicht, wenn ich sie nach Alter oder Gewicht auf die Bühne hole. Also, einen Riesenapplaus, meine Damen und Herren, für Brigitte Seiler, Sabine Stellnecht-Schmidt und Rita Sundami Stern. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr müsst euch jetzt mit einem Mikro begnügen, weil irgendwie, ich probiere es jetzt mal, ob das Headset jetzt funktioniert oder nicht. Ich gebe euch mal dieses Mikro. Ich habe da mal eine Frage. Wer ist eigentlich überhaupt, lasst uns doch mal vor den Tisch gehen, damit die Leute euch auch ganz sehen. Ja, ne, ich meine, Schönheit kann sich doch blicken lassen, oder? Was meint sie? Das sind ja auch Kunstwerke, diese drei Damen hier. Also, wer von euch dreien ist eigentlich die Ideengeberin dieser Messe gewesen? Ja, also es war meine Idee. Ganz nah dran, sonst hört keiner was. Es war meine Idee. Oh! Ja, ich war mit meinem Mann auf großen Kunstmessen. Und dann eigentlich 2012. Nein, du musst wirklich fast reinbeißen. Oh. Ja. Okay. Also, in 2012 waren wir auf der Arthur. Arthur, die ist in der Schweiz. Man versteht es nicht. Okay, also die Idee stammt von mir. Wir müssen, glaube ich, doppelt arbeiten hier. Ich weiß jetzt auch nicht. Der Sascha ist da. Wir sind hier live, das ist wie bei Gottschalk. Da kann auch schon mal was in die Hose gehen. Aber dafür haben wir kompetente Techniker, die im Handumdrehen alles... Brigitte, wenn dir meine Nähe nichts ausmacht, komm doch mal ganz nah zu mir und sprech einfach mal in mein Headset. Ja, also die Idee stammt von mir und ich war mit meinem Mann auf großen Kunstmessen unterwegs. Ja. Und 2012 auf der Arthur. Und die Arthur ist wo? In Erfurt. In Erfurt ist die. Ah, Thüringen. Auf eine kleinere Kunstmesse. Ja. Ja. Ich lege Wert auf unsere Region, wir kommen von hier und wir stehen dazu. Ja? Das ist eine schöne Idee. Jetzt frage ich mal Sascha, ob das Mikro wieder geht. Ja, das nächste kriegst du auch. Und ich frage jetzt gleich mal weiter. Was war denn bei euch die Motivation? Rita, ich frage dich jetzt mal, was die Motivation... Ja, ohne Handkeule geht gar nichts. Was? Das ist schon Comedy, was wir hier machen, ne? Ja, ja, schön, toll. Hört man mich jetzt? Geht das? Auch nicht. Ich spreche nicht ganz laut jetzt rein. Ja, sprech mal aus dem Zwerchfeld. Ja, gut. Ja. Also die Motivation, die Kunstmesse hier in der Region zu machen, war für uns ganz einfach, für Berufskünstler aus dieser Region einen internationalen Kontext zu schaffen. Jetzt funktioniert es aber wunderbar. Danke. Ja. Und das habt ihr auch geschafft. Ja. Ganz nah dran, Rita. Alles klar. Also sprich, wir haben versucht, eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo einfach Berufskünstler aus der Region einen internationalen Kontext erschaffen und obendrein auch wahrgenommen werden, denn auf großen Kunstmessen verliert sich das Ganze ein wenig und dementsprechend haben wir einen kleinen Charakter gewählt. Und, ja, obendrein lieben wir es, Events zu organisieren und haben uns das Know-how in den letzten Jahren, in den letzten Berufsjahren auch aneignen können. Dementsprechend freuen wir uns, dass wir das für unsere Berufskünstler hier auch wirklich ausführen können. Ja, und ihr habt es ja auch wirklich gut hingekriegt. Die Werbung ging ja bis nach Hessen, also ganz, ganz große Klasse. Ja. Guck, Sabine bekommt schon gleich das Mikro, dann stelle ich dir die nächste Frage, Sabine. Sag mal, wie lange haben eigentlich die Vorbereitungen gedauert, bis das
hier so stand, wie sie heute steht? Also das hat 1,5 Jahre gedauert und im Oktober 2013 haben wir uns zum ersten Mal richtig getroffen, um wirklich mal zu gucken, was wollen wir machen, wo wollen wir hin, und seit Oktober 2013 machen wir das Konzept. So lange, 1,5 Jahre, das kann sich eigentlich niemand vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Messe zu organisieren. Und war es auch schwer, kunstinteressierte Unterstützer sowie unsere tollen Sponsoren für diese Messe zu finden? Ja, also einfach war es nicht, aber nachdem wir Ihnen unseren Sponsoren das Konzept vorgestellt haben, war es doch einfach, ein paar davon zu finden. Und dafür danken wir Ihnen recht herzlich, und auch für das Organisatorenteam, vor allem aus der Stadt Erlenbach. Das hat richtig gut funktioniert. Also nochmal einen Riesenapplaus an die Stadt Erlenbach. Ja. Klasse. Was mich persönlich jetzt auch mal interessieren würde, seid ihr drei jetzt eigentlich selber auch irgendwie künstlerisch unterwegs? Brigitte, fangen wir doch mit dir gleich mal an. Nein, also im Hause Seiler ist mein Mann der Künstler. Ja. Ich organisiere Ausstellungen und ganz aktuell die offenen Ateliers in Klingenberg, die am Samstag offiziell eröffnet werden. Eine Stadt wird zum Atelier, wir freuen uns über viele Besucher. Da gibt es ja noch eine Party hinten dran, ja, ne? Ja, das werden wir nachher nochmal extra ankündigen. Ja, genau. Also erst Vernissage 19.30 Uhr, Hans König im Löwhaus, und ab 20 Uhr Party auf der mit Gasse. Mit DJ. Jawohl. Tanzbein schwingen. Ja, Rita, du bist ja zweiseitig künstlerisch unterwegs. Ja, das ist richtig, genau. Ich stamme aus einer österreichischen Künstlerfamilie und damit bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet. Wir sind Symbolisten aus unserer Familie heraus, insofern bin ich symbolistische Künstlerin, aber ich habe, warum auch immer, auch die unternehmerische Seite mit in die Wiege gelegt bekommen, und dementsprechend verknüpfe ich das Ganze als Galerist und habe meine Galerie in Miltenberg in der Hauptstraße. Ja, ich war ja schon da, also ist sehenswert, was die Rita da bringt. Sabine, ja. Ich habe deine Sachen schon gesehen und bewundert. Dankeschön. Wie nennt sich das? Mosaikkunst. Mosaikkunst. Das ist sowas Ähnliches wie das, was wir hier sehen. Das ist aber genau, du machst ja auch Skulpturen. Ja, ich mache auch Skulpturen und ich organisiere Gemeinschaftsprojekte mit Schülern und Kindern. Das mache ich mit meiner Kreativagentur, und also Kunst begleitet mich eh schon mein Leben lang und hat mich auch in der Jugend sehr geprägt. Ja, guck mal an. Aber ich finde auch, dass wir jetzt eigentlich mal anstoßen sollten. Ihr solltet mal den Kübel hier auf den Tisch stellen und auch für unsere kommenden Gäste schon mal Gläser mit Sekt füllen. Denn zu jeder Kunstmesse gehört natürlich auch eine Kuratorin. Und deswegen, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Bianca Schäfer. Hallo Frau Schäfer, kommen Sie doch in die Mitte, stehen Sie nicht so abseits. Sagen Sie doch mal, wie sind Sie zu den drei Damen dazugestoßen? Dazugestoßen bin ich letztes Jahr. Ich habe Rita kennengelernt, da kam ich gerade aus Argentinien zurück von der Forschungsreise. Oh, und, Kunstforschungsreise. Wenn man so will, ja. Wahnsinn. Kunsthistorik, Doktorarbeit. Bin immer viel unterwegs und ich liebe das Internationale. Insofern hier, das ist fantastisch. Und dann hat sie mir ihre Galerie gezeigt, hat mir von dem Projekt erzählt und ich war Feuer und Flamme und habe gesagt, bin dabei. Machen wir. Machen. Großartig. Frau Schäfer ist mit dabei. Ganz herzlichen Dank euch vielen. Sie stoßen jetzt mit den Damen zusammen an für diese tollen Auskünfte und auch diese Hintergründe. Und jetzt, liebe Gäste, freue ich mich darauf, den Hausherren dieser schönen Location begrüßen zu dürfen. Das Oberamt von Erlenbach, Herr Bürgermeister Michael Berninger. Kommen Sie zu uns, Herr Berninger. Wir haben uns ja noch nicht kennengelernt, deswegen darf ich Ihnen meine Rechte reichen. Und Herr Berninger, ich habe extra für Sie als Souverän von Erlenbach den Hofknicks einstudiert. Passen Sie mal auf. War das was? Ich habe mir schon mal im Vorfeld überlegt, wir könnten ja mal einen halben Tag bei Ihnen im Rathaus einen Hofknickskurs mit Ihren Mitarbeitern. Fragen Sie mal die Frau Gebner. Ja, auch hin. Demutsvolle Handlung jeden ist Tag. Ist bei Ihnen schon so. Außerdem haben wir königliche Hoheiten hier, die das sehr gut beurteilen könnten, ob Ihr Hofknicks jetzt tatsächlich vorm Gericht ausgeführt worden ist.
Ja, ich habe so ein bisschen adeliges Blut hinten drin, also das ist schon angeboren, der Hofknicks. Aber ich möchte Ihnen ein ganz großes Dankeschön sagen, Herr Berninger, Ihnen und Ihrem Team für Ihre Unterstützung für diese Messe und was Sie für die Messe mit Ihrer Equipe zusammen geleistet haben. Große Klasse, vielen herzlichen Dank. Und ich gehe mal davon aus, Sie haben ein paar Worte vorbereitet. Ja, klar. Das Dankeschön gebe ich erstmal zurück. Zum einen uns, an unsere Mitarbeiterinnen der Stadt Erlenbach, federführend die Frau Gebler, die das alles hier mit unterstützt haben, was wir gerne gemacht haben. Aber das Dankeschön vor allem an die drei Damen, die Veranstalterinnen, die dieses Ganze hier auf die Beine gestellt haben. Dazu erst einmal einen herzlichen Glückwunsch. Wenn man sich umschaut, kann man jetzt schon sagen, am Eröffnungstag, am ersten Abend bei der Eröffnungsveranstaltung, das wird eine gelungene Veranstaltung werden. Glückwunsch allerdings auch zum Durchhaltevermögen, weil das durften wir ja von der Stadt auch mitverfolgen, dass es nicht ganz so einfach gewesen ist, das alles auf die Beine zu stellen. Dankeschön, dass Sie hier die Frankenhalle hier in der Stadt Erlenbach, hier im Landkreis Miltenberg ausgewählt haben für diese Veranstaltung. Irgendwie ist das für uns so ein bisschen wie das Märchen vom Froschkönig. Tatsächlich? Ja. Mit Küssen? Mit Küssen, allerdings nicht nur mit einer Prinzessin, sondern mit drei Prinzessinnen. Vier, wenn wir die Frau Schäfer noch dazu zählen. Vier, ja, das ist der wesentliche Unterschied. Sie haben uns schon ein ganz klein bisschen wach geküsst. Ich glaube nicht, was die Kunst bei uns betrifft oder der Umgang mit Künstlern und Kunst. Ich glaube, da haben wir in der Stadt Erlenbach schon versucht, nicht nur in der Stadt Erlenbach, sondern im ganzen Landkreis Miltenberg in den letzten Jahren ist da vieles passiert, vieles vorwärts gegangen. Bei uns darf ich nur erinnern, oben am Rotweinwanderweg, an den Kunstweg, den wir dort eingerichtet haben, an die Kunst bei uns im öffentlichen Raum. Das letzte, das der Herr Müller zu 75 Jahren, der hier auch ausstellt, zu 75 Jahren in der Siedlung aufgestellt hat. Also da bemühen wir uns, regelmäßig Ausstellungen im Rathaus zu machen. Der Herr Kadoff, der mit ausstellt, ist zurzeit im Rathaus mit einer Ausstellung zugegen. Können Sie übrigens auch während der Öffnungszeiten auch die nächsten Tage noch besuchen. Ja, also ich glaube, es wird wirklich vieles bei uns gemacht. Die Ausstellung Menschwerk in Kürze, in der Glanzstoff, wie wir Erlenbacher immer noch sagen, das zeigt, in Erlenbach ist schon, was Kunst betrifft, doch dramatisch was los. Also von daher wach geküsst sind wir eher worden bei dem Thema Le Corbusier. Das haben Sie als Mitaufhänger für diese Ausstellung mitgewählt. Es gibt die Sonderausstellung unten im Tieffoyer, sagen wir mal so. Der Keller wollen wir jetzt sagen. Ne? Corbusier steckt man ja nicht in den Keller. Nee, wirklich nicht, aber auch das ist toll repräsentiert. Und dieses Thema Le Corbusier, das für die Erlenbacher nicht die allerwichtigste, aber doch eine bestimmte Rolle spielt, das haben Sie bei uns wach geküsst und ich finde es von daher gut. Wir werden uns in Zukunft öfters oder intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben einige Ideen schon, was wir da in Zukunft mitmachen können. Ich glaube aber auch alleine, was mir wichtig ist, dieses Wachküssen Le Corbusier betrifft ja die Vergangenheit. Und ich glaube, dass Kunst auch den Auftrag hat, in die Zukunft zu schauen, in die Zukunft zu richten. Und das ist eigentlich der Anlass und das eigentlich Wichtige, dass Sie die Zukunft hier wach geküsst haben, nicht nur bei uns. Wenn Sie in Zukunft in Klingenberg sind, Glückwunsch an die Stadt Klingenberg, der Kollege ist ja auch da. Die Klingenberger gekommen mit dem Kunstraum Chorfranken, eine einmalige Chance, die Altstadt wieder zu beleben. Wenn wir eine solche Anstatt hätten, dann hätte ich mich darum bemüht, dass sie zu uns kommen, das haben wir aber leider nicht. Allerdings, um auf Le Corbusier zurückzukommen, wir werden mit diesen Werken von Le Corbusier, die ja im Eingangsbereich der Halle ausgestellt sind, nicht die Werke von Le Corbusier, sondern die Werke, die für das Kunstzentrum damals schon gesammelt worden sind, ein ganz kleiner Teil ist davon ausgestellt und wir haben vor, da in nächster Zukunft auch im öffentlichen Raum was mitzugestalten und zu tun, immer mit dem Anspruch, wir müssen Zukunft gestalten und Kunst dient auch dazu, Zukunft zu gestalten. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön, Herr Berninger. Und in der ganz nahen Zukunft möchte ich Sie jetzt dazu einladen, dass Sie mit den Damen anstoßen. Das kommt jetzt. Küssen ist jetzt nicht, aber anstoßen. Ja, also ich war jetzt gerne der Frosch. Ja gut, dann küssen Sie. Ja. Soll er küssen? Küssen wir einmal durch. Er soll küssen. Ein ganz
auch an die Erlenbacher Kulturreferentin Frau Caroline Gebler. Frau Gebler, kommen Sie doch bitte auch zu uns auf die Bühne. Lassen Sie sich von Ihrem Bürgermeister küssen. Ja, erster Hof. Erster Hof, dann küssen. Und dann möchte ich Sie auch bitten, noch mit den Damen und Herrn Berninger anzustoßen. Vielen Dank auch an Sie für die tolle Unterstützung, Frau Gebler. Ja, jetzt kommt ein Danke, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich mich auch sehr drauf freue. Und zwar geht dieses Danke an die beiden guten Geister dieser heiligen Hallen, Johannes und Schosch. Jungs, kommt her! Denn ohne Johannes und Schosch würde hier überhaupt nichts funktionieren. Dann hätten wir nicht nur keinen Ton, dann hätten wir auch kein Licht, dann hätten wir keine Heizung, obwohl Heizung ist ja heute nicht unbedingt notwendig. Ganz großes Dankeschön, Johannes und Schosch, bitte stoßt mit den Damen an, nehmt euch ein Glas rein. Ja, jetzt ein bisschen schwierig, an dieser Stelle müsste eigentlich ein Tusch kommen oder eine Fanfare. Ja, wir haben jetzt auch noch keine Band hier oben, die einen Tusch oder Fanfare machen könnten. Eigentlich sollte an dieser Stelle der Landesvater, Herr Jens Markus Scherf, ein paar Worte zu der Messe sagen. Aber er hat die Politik der Kultur vorgezogen. Aber deswegen freue ich mich umso mehr auf seinen charmanten Stellvertreter, Herrn Thomas Zöller. Ein riesen Begrüßungsapplaus für Herrn Thomas Zöller. Ich grüße Sie, Herr Zöller. Hallo, schön, dass Sie hierher gefunden haben. Haben Sie schon ein bisschen umgeschaut? Ohne Mikro hört man Sie nicht. Ja, es könnte sein, dass man mich auch ohne Mikro hört, aber so geht es besser. Sie haben eine richtig schöne, kräftige Zwerchfellstimme. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Gut, ich bedanke mich für dieses charmante Kompliment. Ja, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Ja. Sie haben es gesagt, der Herr Landrat ist in München, der Arme. Ja, soll er halt nach München fahren, uns geht's gut, hier bei der Eröffnung von meiner Art. Freue mich, dass er in München ist, deswegen darf ich hier bei Ihnen sein. Danke sehr. Herr Zöller, haben Sie ein paar Worte der Begrüßung vorbereitet oder war es das schon? Ja, also eigentlich war es so. Ach, Sie haben einen Zettel sogar. Oh, ich ziehe zurück, er hat einen Zettel. Mir wurde so viel aufgeschrieben. Und ich stecke jetzt wieder weg, weil beim Eingang ist mir gesagt worden, machen Sie es kurz. Mein lieber Kollege, der Herr Stadtbürgermeister, hat auch schon ganz viel über Kunst jetzt gesagt. Er hat eigentlich schon alles gesagt, was bei mir da in dem Zettel steht. So ist er halt, der liebe Michael. Deswegen schließe ich mich seinen Worten an. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass diese wunderbare Ausstellung hier im Landkreis Miltenberg, in einer der schönsten Hallen, die es hier im Landkreis Miltenberg gibt, du würdest sagen, die schönste, Michael, aber ich sage, eine der schönsten, das ist politisch korrekt, stattfindet. Ich freue mich da ganz besonders. Und im Landkreis Miltenberg wird Kunst ja großgeschrieben. Ich sehe hier viele Lehrkräfte, Schulamtsdirektor, meine Lieblingsrektorin, Frau Bauer, jetzt leider in Miltenberg, 5 Jahre in Mönchberg. Und da habe ich gesehen, was an Kunst auch schon in der Grundschule vermittelt wird, auch über das Kunstnetz in Miltenberg, hier im Landkreis werden Kinder an Kunst herangeführt und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass aus den kleinen, künstlerisch Begabten sicher nicht immer solch tolle Künstler werden können, die hier ausstellen, aber vielleicht auf ihrem Weg die Kunst, die beflügelt, um einfach das ein oder andere mal mit anderen Augen anzusehen und vielleicht landet ja der ein oder andere mal hier bei Meinhard. Würde mich freuen. Wir brauchen ja auch nicht nur welche, die Kunst produzieren, sondern auch welche, die Kunst kaufen. Ja, natürlich. Ja, deswegen freue ich mich auch, wenn ich da jetzt so runter gucke. Ich glaube, es sind ein paar da, die vielleicht das ein oder andere Bild, das ein oder andere Kunstwerk erstehen können. Dazu wünsche ich Ihnen schon jetzt viel Vergnügen. Ja, und ich wünsche Ihnen heute Abend auch viel Vergnügen und vor allen Dingen Prost. Ich hoffe, Sie haben auch Lust mit den Damen und Ihrem Kollegen unbedingt. Herrn Berninger anzustoßen. Solange mich der Michael nicht küsst, bringe ich gerne sagen, Ich wollte es gerade sagen, das könnt ihr selbst entscheiden, ob Sie auch küssen möchten. Aber Sie können es auch auf später verlegen. Vielen herzlichen Dank, Herr Zöller. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dankeschön. Mein letztes Dankeschön
geht an unsere Sponsoren, die so großzügig diese Messe unterstützt und somit möglich gemacht haben, sowie an alle Aussteller, ohne die es hier heute etwas leer aussehen würde. Aber nicht nur heute findet auf der MainArt was Besonderes statt. Sie haben es ja auch schon von Frau Seiler erfahren. Das Programm ist vielfältig, umfangreich und auch auf unterschiedliche Locations verteilt. Am Samstag gibt es, wie gesagt, die After-Art-Party in Klingenberg, von der Frau Seiler eben schon sprach. Für alle Ortsunkundigen, Klingenberg ist gleich nebendran. Dort wird das zweite künstlerische Highlight eröffnet, Thema eine Stadt wird zum Atelier. Ab 19.30 Uhr wird die Vernissage eröffnet und die offenen Ateliers und danach gibt's Party mit DJ. Am Sonntag geht es hier auf der Bühne weiter. Um 11 Uhr bis 13 Uhr eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Kunst ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Moderne Kunst, Lebensmittel und Standortfaktor. Die Moderation übernimmt unser geschätzter Herr Dr. Heinz Linduschka. Und gleich danach, um 13 Uhr, meine Damen und Herren, wird der Publikumspreis der MainArt verliehen. Ganz wichtig für Sie alle. Jeder von Ihnen, verehrte Gäste, hat eine Stimmkarte bekommen. Benutzen Sie diese bitte auch. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wird von der Firma Elektrotechnik Ziesler aus Obernburg gestiftet. Vielen Dank an die Firma Ziesler. Diese Stimmkarte, die werfen Sie bitte in die Urne, die an der Kasse steht. Nach der Auszählung wird eine Karte gezogen. Diese Person erhält einen Kunstdruck von Art Up Your Life, den Sie schon im Eingangsbereich betrachten können. Und jetzt möchte ich Ihnen, liebe Gäste, Sponsoren, Aussteller, Initiatoren, Politiker und die beiden guten Geister dazu einladen, mit uns allen auf die MainArt-Messe Erlenbach anzustoßen. Ja, hebt eure Gläser. Ich habe mal wieder keins. Ja, schauen Sie sich um, informieren Sie sich, genießen Sie und von mir aus gerne kaufen Sie. Ich hoffe, Sie haben nicht Ihre Kreditkarte. Oh, ich danke Ihnen. Da müsste ich für Sie auch noch einen Hofklicks machen hier. Wir stoßen an auf diese Messe. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Erzählen Sie es weiter, denn die Messe geht noch bis Sonntag, den 19. bis 19 Uhr, sind die Tore geöffnet. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen und überraschenden Abend auf der MainArt Kunstmesse. Sehr zum Wohle!